So, ich hoffe, die Karte hält jetzt durch. Ich weiß nicht, was mit der Karte ist. Jedes Mal Kartenfehler. So, ich wollte jetzt hier mal was machen. Ihr seht schon, ich habe hier wieder diesen RF-Mod auf dem Tisch. Das ist der, der bei mir nicht so ganz hinhaut. Den anderen, der funktioniert, den habe ich nämlich noch nicht. Hier will ich jetzt erstmal den S-Video-Mod machen. Aber nicht ganz genau so wie angegeben, dass ich hier Luma Chroma rauskriege. Sondern das kommt runter und da kommt dann Platine mit Buchse drauf. So, und ich tausche hier noch, da muss ich mal ausprobieren. Ich habe mal zweimal gekauft. Einmal Ersatztyp und einmal einen anderen. Der hier ist ein bisschen höher von der Frequenz als die hier. Das wäre in etwa der, der hier drauf ist. Weil ich habe gemerkt letztens, die werden ganz schön warm. Nach kurzer Zeit. Vielleicht liegt es auch an den Transistoren, dass die nicht mehr richtig hinhauen. Da wollte ich dann eben mal ausprobieren, ob ich die, wenn ich die tausche, ob das dann besser wird. Das mache ich aber erst, nachdem ich dann das Video drauf habe. Oder ich versuche die mal. Den anderen Kram habe ich auch schon liegen. Habe ich mir immer zweimal geholt. Ich brauche aber nur einmal davon. Weiß jetzt nicht, wie die Werte hier sind. Irgendwas im Ohm-Bereich. Und 2,2 m und 1 m und 470 K, den hatte ich nämlich nicht da. Und was im Ohmbereich irgendwie, was waren das? 270, 220 und ach, ich weiß nicht, was hier noch war. Was habe ich hier? Orange, orange, schwarz, schwarz. Das müssten 220 Ohm sein. Steht das hier irgendwie drauf? Ne, orange ist 3300, das sind 3K3, ne? Nee. Nee, ich glaube nicht, dass das mehr mit der Nummer hier. Muss ich mir ausmessen. Werde ich hier machen. Eventuell mache ich da einen Zeitraffer von. Wie ich das ablöte, rauflöte. Muss ich mal gucken. Gut. Ich bereite dann schon mal so weit vor und dann sehen wir uns nachher wieder. Thank you.
Aber habt ihr zugeguckt, wie ich das hier entlötet und gelötet habe? Ich weiß nicht, wie lange das nachher im Endeffekt läuft. Das ist als Zeitraffer. Ihr habt sicherlich ein paar Mal gesehen, wie ich hier abgezählt habe. Ja, es geht wegen der Pins. Ich habe extra nochmal die Leiterbahn verfolgt, dass ich das auch wirklich richtig rauflöte. Weil es ist doch nicht so ganz nachzuvollziehen. Ich habe auch von dem Plan her nochmal alles nachgeguckt, ob das auch hinhaut. Mit der Bezeichnung. Ab und zu habe ich einen Teil nicht gefunden. Es passt aber alles mit der Bezeichnung vorne und hinten. Das passt. Jetzt ist nur noch hier hinten das Ablöten, das ganze Geraffel und da die S-Video-Buchse dran. Ich habe mir das hier nur markiert mit Y und C, welcher Pin hier von jetzt Chroma Luma ist, damit ich das nachher auf dem hier nachher richtig anlöten kann, weil da sind zweimal Mast und einmal Chroma, einmal Luma. Ich weiß jetzt noch nicht, wie der ob das Chroma Luma oder das Chroma Luma ist. Also ob das Chroma oder das Chroma ist. Ein von beiden. Das muss ich erstmal raussuchen. Das werde ich jetzt erstmal vorbereiten. Da braucht ihr jetzt nicht zu gucken. Das wird jetzt ganz schön aufwendig, das hier runter zu kriegen. Diese blöde Metallblechdings hier. Diese Blechdose. Die wird viel viel Hitze schlucken. Da werde ich jetzt erstmal gleich Lötkolbenspitze ändern. Und mal gucken, wie ich das am blödesten hinkriege. Ich würde mich dann wieder melden, wenn ich die Buchse soweit dran habe, und dann machen wir noch den Test, ob das auch wirklich hinhaut. Das ist halt eben der Modulator, wo blau nicht richtig drin ist. Ich werde noch die Transistoren dann mal tauschen gegen zwei von den anderen, die ich neu habe. Vielleicht den hier hinten auch noch. Wenn das nichts hilft, liegt es am IC. Ich habe irgendwas gelesen, dass die wohl nach Jahren irgendwie anfangen, das Blau zu verlieren. Das ist wohl schon bekannt. Aber wenn das hier auf diesem Dings funktioniert, werde ich den anderen auch umbauen. Beziehungsweise ich werde eine Sache machen, ich werde das IC auslöten von dem anderen und von dem hier einmal tauschen, dann müsste der ja wieder hinhauen. Und wenn das nicht tut, dann baue ich den anderen nochmal um, genau wie den hier. Ist nur um zu testen, ob es wirklich so hinhaut. Achso, ihr habt noch eine Sache gesehen, ich habe hier noch zwei Durchkontaktierungen reingesetzt. Das hat den Hintergrund, weil hier die Leiterbahn schon sich am Ablösen waren. Und da habe ich ja noch was anlöten müssen. Darum habe ich da zwei Durchkontaktierungen reingesteckt und festgemacht, damit das eben Halt hat. Das ist das ganz Gute mit Durchkontaktierung. Kann man einfach so reinstecken. Dann kann man auch mal ein paar Leiterbahnen oder ein paar Lötaugen ein bisschen stabilisieren. Ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder. So, jetzt habe ich das Dings hier abgebastelt. Einen Tag später, war schon spät gestern, habe ich jetzt hier runter und jetzt muss ich nur noch die Buchse reinkriegen. Und ich habe schon mal geguckt, also wenn sie direkt auf der Platine aufsetzt, passt sie eigentlich perfekt in die Auspaarung, wenn sie hier direkt auf der Platine aufsetzt. Das ist zwar ein bisschen kontraproduktiv, aber irgendwie mache ich den andersrum. Machen wir den oberen Deckel. Nee. Passt dann auch nicht. Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, wie kriege ich jetzt das Dings da rein? Ja, wie kriege ich das da jetzt rein? Wenn ich jetzt da hingehe, wenn ich in das Loch gehe, ist auch nicht schön. Und hier hinten, ich würde gerne schon
hier an der Seite haben wollen. Passt die in den Lochraster rein? Müsste auch theoretisch in den Lochraster reinpassen. Theoretisch. Das könnte eventuell klappen. Mal gucken. Stück Lochraster passt. Gut, da müsste ich die Löcher größer bohren. Muss ich mal gucken. Also außen die Löcher ein bisschen größer bohren und den in der Mitte vielleicht auseinanderbiegen. Dann könnte das vielleicht klappen, wenn er sich dann biegen lässt. Und ich muss in der Mitte ein größeres Loch machen. Es könnte aber klappen. So, und dann war das hier unten Masse. So. Das untere ist Masse. Das ist Y. Mal kurz den Plan gucken. Y geht auf den anderen. Und C ist der. Ja, toll. Dann passt das nicht mit dem. Passt das nicht mit den Aussparungen, wenn ich das, ja. So wäre es schon fast ideal vom Löten her. Aber dann passt das nicht. Verdammt. Dann muss ich das. Wie sitzt der auf der hinteren Reihe? Seitlich. Mit 2K Kleber reinkleben ist auch blöd, dann kriege ich die Platine nicht wieder raus. Das heißt eigentlich, ich muss mir eine Platine basteln. Die ich da reinpacke. Habe ich hier noch ein Stück? Passt ja schon fast perfekt hier von der Breite her. Ja. Also mache ich mir hier ein Stück Platine. Und werde das dann da reinlöten.
will ich aber nicht ätzen, das werde ich denke ich mal mit einem Dremel machen, ein bisschen wegdremeln, wird schon hinhauen. Mach ich mir dann fertig, mach den Pin ran und also die Anschlüsse und dann werde ich einen Test machen. Aber das mache ich im Teil 2. Ich mache jetzt hier einen Feierabend. Ich denke mal, dass der Teil ist hier schon lang genug. Mache ich einen Teil 2 draus. Ich mache die jetzt erstmal fertig mit Buchse, baue das dann ein. Dann testen wir das am Amiga. Ich weiß ja, dass hier wenig blau ist. Dann werde ich mal die Transistoren hier tauschen gegen die anderen. Wenn das auch keine Hilfe bringt, werde ich, so blöd es halt ist, mal das IC tauschen von dem anderen, den ich habe, hier raufsetzen. Wenn das immer noch so ist, dann ist das irgendein anderes Bauteil, dann ist es nicht das IC. Der hier hinten schätze ich mal nicht, der 74 LS74, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja gut, ich mache das im Teil 2, mache ich das dann fertig, also zeige ich dann fertige Platine, löte das dann auf und machen wir den Test und eventuell dann noch die Transistoren tauschen, IC vielleicht noch tauschen, schauen wir dann mal, mache ich dann einen zweiten Teil draus. Aber soweit würde ich jetzt erstmal hier Teil 1 abschließen und dann bis zum zweiten Teil.